Hallo Welt, ja, da sind wir wieder. Wir sind hier auf der Aurora und wir dürfen jetzt starten in den Herbst. Und Schwiegerpapa kommt mit. Vielleicht. Auf geht's. Anna gibt nicht auf. Sie glaubt an mich, glaubt an uns. Und das aus gutem Grund. Tausende Kilometer Schienen hinter uns und endlich nähern wir uns Novosibirsk, einer toten Stadt, in der die Hoffnung für ihr Leben verborgen ist. Für das Medikament, das sie retten könnte. Irgendwo in ihrem kalten, verstrahlten Herzen. Vor einem Jahr verließen wir die vergifteten Ruinen Moskaus. Und jetzt stehen wir vor einer weiteren Stadt, die von Winter und Strahlung fest umklammert wird. Werden wir jemals an der Oberfläche einen Ort zum Leben finden? Vielleicht. Doch zunächst kehren wir in die Metro zurück, um Anna zu retten. Saftig. Wenigstens scheint die Sonne. Die Sonne scheint immer hinter den Wolken, oder? Was sagt man dazu? Wir sind in Novosibirsk. Ich hoffe, dass wir hier nicht wieder auf irgendwelche Verrückten treffen. Die Brücken sind unbeschädigt und die Strahlung steigt wie verrückt an. Ich denke, dieses Mal gibt es keine Verrückten. Die Häuser sind auch unbeschädigt. Sam, wie sieht's mit der Strahlung aus? Achtmal höher als in Moskau und weiter steigend, Oberst. Ich würde sagen, wir bleiben nicht so lange draußen. Ach so. Bist du bereit, Artyom? Ach so, ich verstehe. Zwei Anzüge hat er nur machen können und ich brauche ja keinen. Mir nach. Ja gut. Du wirst schon sehen, wenn deine Enkelkinder nachher 8 Arme haben. Die können auf uns zählen. 2 Köpfe, naja, dann können sie besser nachdenken. Könnten sich gegenseitig küssen dann. Niedlich. Warum bekomme ich keinen Anzug? Der da vorne hat vielleicht keinen richtigen Anzug. Die haben ihm gar kein Blei reingetan. Die Lage scheint hier komplexer zu sein, als wir dachten. Aber die Zeit ist knapp. Daher probieren wir es auf dem direkten Weg. Wir müssen den Plan überdenken. Yermak! Wir nehmen die Aurora nach Süden, zur Verladestation Sibirskaya. Stepan! Tess, Sam, Idiot und ich kümmern uns um das Institutsgebäude in Akadem Gorodok. Unterwegs statten wir dem Eisenbahnmuseum einen Besuch. Alyosha! Vielleicht gibt es doch ich werde mit Tukka die Aurora bewachen. Gut, Artyom und ich werden das Hauptgebäude des Instituts durchsuchen. Die Strahlung ist hier viel zu hoch. Daher versuchen wir, durch die Metro dorthin zu gelangen. Jawohl, ja. Tja, legen wir los. Auf viel geht's. Viel Glück, Spartaner. Viel Glück. Hals und Beinbruch, mein Freund. Aha. Ich kenne dich ja, also lass dich da draußen nicht zu irgendwas hinreißen. Okay. Abgemacht. Hast du einen Einsatz, um Tante Anna zu retten? Oh, niedlich. Ja. Kannst du bitte auf sie aufpassen, bis Artyom und ich ja, zurück klar. sind? Ich passe auf sie auf. Bitte? Keine Sorge. Na klar. Teddy und ich werden sie bewachen. Hilfst du mir, Teddy? Gefreiter Teddy, Auftrag angenommen. Wenn wir uns hier verstecken, vielleicht... Auf Wiedersehen, Onkel okay. Artyom. Haha. Mach's gut. Warum und Tante Anna. Teddy und ich passen auf sie auf. Oh, das ist aber nett. Hey, ich muss hier noch mit dem Kind was reden. Geht dir. Oh, Moment, Anna. Ja. Mach's gut, Nadja. Nadja? Nadja.
Anna ist stark. Sie wird auf euch warten. Definitiv. Kommt nur zurück. Danke, ja. Katja. Komm rein, Artyom. Ich? Ja, siehste. Okay, mach's gut. Wir sehen uns dann. Tschüss. Der Anfall ist zu Ende. Ich habe alles getan. Damit du dir keine Sorgen machen musst. Ihr Puls ist kräftig. Sie ist nur erschöpft. Vermutlich wird sie bis morgen schlafen. Ich würde jetzt gerne irgendwas sagen, aber mir fällt nichts ein. Ich komme wieder. Okay, das reicht. Yep. Ich gehe dann mal und hole dir ein paar Bilder, ja? Dich zu sehen wäre für sie die beste Medizin. Dann bleibe ich einfach hier, oder? Anna ist stark. Sie wird diesen Kampf gewinnen. Komm nur zurück. Ist das gruselig? Nein, das ist verrückt. Okay, wir gehen schon. Hey, weißt du was? Ich komm mit. Ihre Ausrüstung, Herr Oberst. Vielen Dank. Artyom, das hier ist nicht Moskau, wo du monatelang draußen herumlungern kannst. Wer weiß, welche Monster hier leben. Daher überleg dir gut, was du mitnimmst. Ich warte am Auto auf dich. Deck dich ein, Artyom. Ich habe deine Waffen gereinigt und alle übrige Munition und Ressourcen hier reingetragen. Du wirst sie brauchen. Das ist das Ende. Kann ich mehr Medizin mitnehmen? Oh, 15 von den Dingern. Haben wir unser T-Dings wieder? Pumpen? Können wir pumpen? Oh, Valve? Gatling? TH. Wir wollen das TH. Können wir das im Moment reinigen, schließen? Du hast doch gesagt, wir können alle Waffen, die wir finden, die finden wir hier auch, oder? Armbrust. Druckluftsystem? Jetzt echt? Dieses Druckluftsystem beschleunigt den Vorgang bei der Armbrust. Die Schussfolge wird dadurch merklich erhöht. Dran damit. Natürlich. Was haben wir denn hier Schönes? Großraummagazin. Riesiges, zylinderförmiges Magazin, das bis zu 8 Schuss fasst. Viel schwerer als die anderen Magazine, man muss aber seltener nachladen. Ja, was nehmen wir dann einmal? Roter Laser? Grüner Laser. Ich hätte gerne den grünen Laser, sonst sieht das irgendwie immer so gleich aus. Die meisten haben rot, ich nehme grün. Laservisier mit einem handgefertigten Gehäuse und mit mehreren Modifikationen für besonders gute Sicht. Und hier haben wir noch etwas Neues, das TH. Das TH? Moment. Helsing? Eine Primitive? Wie, Moment, das verstehe ich jetzt nicht. Helsing haben wir jetzt. Das ist doch der Bogen, oder? Sieht hier aus wie ein Bogen. Eine leise Trommel-Druckluftwaffe, die Metallpfeile verschießt. Ein Überdruck in der Luftkammer kann die Leistung erhöhen. Dieser Überdruck baut sich aber schnell ab. TH, eine primitive Druckluftwaffe, die überraschend leise und genau ist. Ein Überdruck in der Luftkammer
Kammer kann die Leistung erhöhen. Dieser Überdruck baut sich aber schnell ab. Ich sehe keinen Unterschied gerade. Ich hätte das TH dann lieber. Oh nein. Den Bogen hätte ich ganz gerne. Ach, hier können wir die Waffen aus... Ach so, Moment, Moment. Das haben wir gleich. Den Bogen nehmen wir mit. Und das Ding hier. Gatling. Brauchen wir nicht. Taumler, Bastard, Kalasch, Valve, Bulldog, Gatling, Revolver. Ah, Shot. Ah, wir können entweder nur den Bogen oder... Naja, okay, ich verstehe schon. Entweder nur den Bogen oder TH. Beide gehen nicht. Wir brauchen, glaube ich, was mit Schaden. Okay, okay, okay. Wir haben ja gerade repariert den Bogen. Verbessert, meine ich. Hey, na. Mit ihm oder darauf? Ich bringe ihn schon zurück, keine Sorge. Oh, das geht hier aber ganz schön schnell jetzt. Sind Sie bereit? Sind wir. Also, Artyom, das ist deine Chance. Unsere letzte Chance, Anna zu retten. Wir müssen sie nutzen. Na klar, du fährst. Steig auf. Du übernimmst die Leitung. Ich überwache die Straße. Die ist bestimmt nicht blitzeblank. Viel Glück, meine Herren. Wir sind jetzt Ihre letzte Hoffnung. Okay, fahren die weiter? Na klar, die wissen Bescheid. All diese Waggons, die hier festsitzen. Eine fehlgeschlagene Evakuierung, nehme ich an. Aha. Tiermenschen. Wir sollten versuchen, auf den Platz hinter dem Bahnhof zu gelangen. Da müsste der Eingang zur Metro sein. Ja. In Ordnung. Wir können den Wagen nicht zurücklassen. Wir brauchen ihn für den Rückweg. Also, auf geht's. Stacheln? Vorsicht. Ich glaube, das sind Eiszapfen. Mach doch Licht. Licht, wie wär's mit etwas? Okay. Tja. Und wie findest du die Reise zu deinem Traum? Wünschst du dir, dass wir nie aufgebrochen wären? Och. Das sehe ich. Naja, lass uns diese Gefühle für den Moment einfach mal beiseite legen, Artyom. Das kriegen wir hin. Na klar. Alles cool. Aber richtig cool. Ich glaube, da können wir durchkommen. Glaube ich auch. Du merkst, ich merke mir den Rückweg, okay? Hier ist doch nichts los. Oh, wow. Fahr einfach die Treppen hoch. Nicht schlecht, haben wir da Schneeketten dran an den Reifen unten? Das sind aber viele Autos. Die Armee ließ den Verkehr blockieren und die Stadt wurde mitten während der Evakuierung getroffen. Aha. Aha. Der Schlüssel? Dein Gewehr. Was machst denn du da? Moment. Was soll das? Hier kommen wir definitiv nicht in die Metro. Zu viel Schnee. Ach. Da vorne, guck mal. Übernimm das Steuer, Artyom. Ja, klar. Also gut. Laut Karte ist der Eingang zur Metro ganz in der Nähe. So, sind wir schon da? Nein, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, okay, ich mach schon. Ja, ich weiß, ich mag das hier draußen, das ist schön. Alles so schön weiß und ruhig. Keine Gefahr lauert hier. Warum sind wir abends gefahren?
Eigentlich abends? Warum? Auf dieser Straße müssten wir ins Stadtzentrum kommen. Nimm die, aber halte weiter die Augen offen. Na klar. Vielleicht gibt es auch unterwegs schon einen Eingang zum Metro. Sicher. Wir machen das. Hey, warum lässt du mich eigentlich fahren? Du sagst, die kommen wir nicht durch und lässt mich fahren. Du willst nur, dass ich hier einen Unfall baue. Und dann kannst du mir die Schuld geben. Ich weiß es ganz genau. Komisches Gefühl. Was denn? Die Gebäude sind intakt, aber die Stadt ist tot. Ja. Meinst du nicht, dass Moskau besser war? Nee, hier ist gut. Guck mal, die ganzen Flocken, die vom Himmel kommen. Also gut, fahr direkt durch den Hof. Etwas anderes bleibt uns nicht übrig. Jetzt fängst du an, klug zu scheißen hier, oder? Kann das sein? Ach was, lass mich in Ruhe, ich fahr links. Wenn wir stecken bleiben, sind wir erledigt. Hektisch? Ich versuche hier durchzukommen. Wenn ich stehen bleibe, dann bleiben wir stehen. Okay, hier vorne geht's nicht weiter. So. Vorsichtig, Arthur. Vorsichtig. Ich sehe nix. Moment. Das Wetter wird immer schlimmer. Ach. Genau wie die Strahlung. Mach dir mal kein Flecke ins Hemd. Wir machen das schon. Ich bin noch dabei. Da, über den Weg müssten wir wieder zur Hauptstraße kommen. Ja. Du bist ein ganz schöner Klugscheißer, weißt du? Ich hoffe, dass deine Tochter nicht auch eines Tages so wird. Hör schon auf. Jetzt habe ich fast hier noch einen Unfall gebaut wegen dir. Da vorne ist ein Rohr. Durch, oder? Das war's wohl mit dem Wagen. Jetzt müssen wir zu Fuß weiter. Und wir müssen uns beeilen. Die Strahlung steigt an und die Filter halten nicht mehr lange. Ach was. Komm, los, beeil dich. Zack, da drunter her. Fertig. Komm schon. Jetzt komm. Was trödelst du da rum? Die Strahlung ist hier unerträglich. Oh, ist aber ganz schön windig hier. Kommst du oder soll ich dich schieben? Er ist ein alter Mann. Wir hätten ihn zurücklassen sollen. Jetzt komm schon, stell dich nicht an. Komm schon, komm schon, komm schon. Soll ich dir eine Einladung schicken? Mit Wegbeschreibung oder so. Wow, Moment, das kommt mir sehr bekannt vor. Das ist Schnee. Hier geht's runter. Kommst du? Du musst ein Seil halten, während ich hier durchrutsche. Wow, zu spät, zu spät. Ah, vergiss das Seil. Vergiss das Seil. Ich bin schon unten. Ich will nochmal. Hey, wo bist du? Kommst du? Oh nein. Endlich sind wir da. Hey, wie hast du das gemacht? Jetzt müssen wir den Weg ins Stadtzentrum finden. Stadtzentrum, ha? Komm. Das ist mal ein Einsturz. Das geht nicht. Das ist... Vorschläge, wie wir in den Tunnel kommen? Ja klar, hier durch. Komm. Durch den Waggon. Zack. Ich helfe dir, ihn zu öffnen. Ja. Die erste Maske ist verbraucht. Toll. Mach, 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 mach. Auf, auf, auf. Überall Skelette. Die liegen schon mindestens 20 Jahre hier. Lass uns weitergehen und die Augen offen halten. Die tun uns nichts mehr. Die Überlebenden aber vielleicht schon. Ach, sowas wie Überlebende gibt's doch gar nicht. Hey. Wir müssen zur Station am Linienplatz. Lass mich vorbei. Das Institut ist nur einen Steinwurf von dort entfernt. Du redest ziemlich gerne und viel, oder? Die Metro ist hier nicht sehr tief und durch die starke Strahlung haben die Menschen hier vermutlich nicht lange durchgehalten. Hier unten ist es etwas sicherer. Da oben haben wir allerdings mindestens die dreifache Dosis abbekommen. Ach so, dann können wir das doch jetzt abnehmen hier. Das ist ja genau wie zu Hause. Wir sind hier ganz in unserem Element. Was sagt man dazu? Wir können die Luft hier atmen. Ach was, jetzt echt? Cool. Ja, es tut mir leid, liebe Welt da draußen. Ich weiß, aber wie hat er uns behandelt? Schon wieder Mutanten. Ah, die sind dahinter Gitter. Die haben es auf uns abgesehen. Tja, sollen sie es doch versuchen.
Keine Sorge, wir haben Taschenlampen dabei. Außerdem bin ich direkt hinter dir. Und jetzt? Hey, die Folge ist zu Ende und... Der direkte Weg ist versperrt. Seh dich mal um, Artyom. Wir müssen in den angrenzenden Tunnel gelangen. Weißt du was? Komm, wir gehen hier durch. In der nächsten Folge natürlich. Schauen wir uns hier um. Oh, hoppla. Ein Walross. Was macht das hier unten? Eine Maulwurfsratte. Was piept? Alles in Ordnung? Oh, volle Dröhnung hier. Mal sehen, wie euch das gefällt. Ganz genau. Oh. Ich bin tot. Ja gut, liebe Welt da draußen, in der nächsten Folge, da kämpfen wir gegen die Metro-Mutanten. Diese Folge ist vorbei und ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.